Qualitätsjournalismus für die Grünen oder grüner Qualitätsjournalismus? Der Dresdner Qualitätsjournalist Thomas Baumann-Hartwig hat am 16.02., das war also gestern, einen Artikel hinter der Bezahlschranke veröffentlicht und der Titel lautet Dresden, deshalb gibt es keine flächendeckenden Corona-Tests. Die Kindertagesstätten und Grundschulen sind wieder offen, aber flächendeckende Corona-Tests gibt es nicht. Dabei wäre das durchaus möglich. Doch dafür brauchen die Verfahren, die seit Monaten auf dem Markt sind, noch etwas ganz Wichtiges. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, aber vor dem Hintergrund der Öffnung von Grundschulen und Kindertagesstätten hat der grüne Landtagsabgeordnete Thomas Löser ein Corona-Testsystem für Dresden gefordert. Zitat: Wenn wir die Infektionsketten durchbrechen wollen, brauchen wir zwingend flächendeckende Tests in den Gemeinschaftseinrichtungen und zwar möglichst täglich, so der Politiker, der für die Grünen auch in den Stadtrat gewählt wurde. Also, man kann hier auf der Seite suchen nach dem Wort Löser. Und dann kommt hier 6 Übereinstimmungen. Ich kürze den Artikel ein bisschen ab. Er ist wie gesagt hinter der Bezahlschranke. Der Herr Löser wird also in dem Text 6-mal erwähnt und hier darf hier flächendeckende und zwar auch tägliche Corona-Tests unter anderem in Kitas, Schulen fordern und darf. Und jetzt gucken wir mal nach dem Wort Pharma. Nächstes Zitat von Herrn Löser: Es ist für mich ein Unding, dass diese Tests in Deutschland immer noch nicht zugelassen sind. Das Testverfahren gibt es seit Mai 2020, erklärte der Landtagsabgeordnete. Offenbar stünden die Interessen der Pharmalobby gegen die Zulassung dieser Tests, da die herkömmlichen Verfahren zu einem deutlich höheren Preis angeboten werden könnten. Zitat: Die Hersteller wollen ihr Exklusivrecht an den Tests nicht verlieren. Dabei will ich es mit dieser Meldung bewenden lassen und wir gehen zu einem Artikel in der Sächsischen Zeitung, das nächste Dresdner Qualitätsblatt, auch vom gestrigen Tag. Und das hat die Überschrift, oder der Artikel hat die Überschrift: Grüne erhalten Rekordspende. Noch nie haben die Grünen mehr Geld auf einmal erhalten. Im wichtigen Wahljahr 2021 wohl kein Zufall. Der Artikel ist. Ich glaube, der ist nicht mal hinter der Bezahlschranke. So. Auf Spiegelanfrage bestätigte die Partei, noch nie zuvor eine größere Einzelspende erhalten zu haben. Das Geld ist demzufolge für die diesjährigen Wahlkämpfe vor den Landtagswahlen und der Bundestagswahl bestimmt. Der Spender soll laut Spiegel der Gründerfamilie eines großen Pharmaunternehmens entstammen. Einzelspenden über 50.000 Euro müssen die Parteien dem Bundestagspräsidenten sofort melden, der die Angaben zeitnah veröffentlichen muss. Herzlichen Glückwunsch, liebe Grünen! Auf der einen Seite auf die Pharmaindustrie schimpfen und im gleichen Zeitraum eine fette Spende einsacken. Wie sagt der Franzose so schön? On y soit qui mal y pense. Frei übersetzt ins Deutsche. Verderbt ist, wer Böses dabei denkt. In diesem Sinne, pfiat's euch.